Ja, herzlichen Dank für die Einladung hier nach Weiden und herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, um heute Abend sich unsere Vorträge anzuhören und im Anschluss mit uns zu diskutieren. Ich möchte zum Einstieg mal zwei Geschichten bringen, die mir in der letzten Zeit passiert sind. Das erste war eine Nachricht, die ich heute Mittag bekommen habe von einem Bekannten, der direkt aus dem Krankenhaus nach einer 8-stündigen Operation, wo es bei ihm tatsächlich wegen einem Notfall um Leben und Tod ging, mir geschrieben hat: Hallo, ich grüße dich aus dem Krankenhaus, ich habe alle Flyer verteilt, ich freue mich, wenn du mir wieder welche geben kannst. Und die andere Geschichte ist mir neulich am Infostand passiert. Da kam eine Dame und hat gesagt: Ich bin schwer herzkrank, ich darf keine Maske tragen, ich darf mich nicht impfen lassen, ich werde aus den Geschäften rausgeworfen, weil ich keine Maske tragen darf und die Leute in den Geschäften nicht verstehen, warum ich die nicht tragen darf. Und ich darf mich auch nicht impfen lassen und ich werde inzwischen wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt, muss jetzt künftig dann ständig Tests machen, die andere nicht machen müssen. Und mir reicht's. Ich habe jetzt ein kleines Einfamilienhäuschen, das ist soweit abbezahlt. Ich dachte, ich könnte im Alter hier mein Leben in Deutschland genießen. Jetzt bin ich ein Mensch zweiter Klasse. Du gibst mir jetzt einen Mitgliedsantrag und den unterschreibe ich. Und dann mache ich bei euch mit und dann kämpfen wir gegen diese desolaten Zustände. Warum ich diese zwei Geschichten bringe am Anfang? Weil heute auch eine Umfrage rausgekommen ist. In dieser Umfrage war die Aussage drin, dass nur noch jeder Neunte in Deutschland sich frei fühlt. So wenige wie in keinem anderen Land in Europa. Und das alles hängt damit zu tun oder damit zusammen, dass wir eine Politik inzwischen in Deutschland haben, die massiv versucht, die Menschen zu bevormunden, in allen Details bis ins Letzte rein zu regulieren, was die Menschen dürfen, was sie nicht dürfen, wie sie sich zu verhalten haben, was sie zu sagen, was sie zu denken haben. Und weil wir als AfD die einzige Partei sind, die in diesem Land in allen Bereichen für die Freiheit steht und die den Menschen Hoffnung gibt. Und das ist unser Auftrag, tatsächlich diesen Einsatz für die Freiheit dauerhaft auch weiter zu kämpfen. Wenn ich jetzt dran denke, 2017 sind wir in den Bundestag eingezogen und kein Mensch, der 2017 gewählt hat, hätte sich vorstellen können, dass man 2020 die Grundrechte der Menschen massiv einschränkt, dass man Anfang 2020 beispielsweise einen Lockdown im Land verhängt, bei dem wir jetzt wissen, dass allein in diesem ersten Lockdown 477.000 Kinder zwischen 16 und 19 Jahren Depressionen entwickelt haben. 477.000 alleine in dem ersten Lockdown. Da ging die Quote der Depressionen in dieser Altersgruppe von 10% auf 25% hoch. Inzwischen sind wir bei einem Drittel, die dort Depressionen haben. Millionen Menschen sind depressiv geworden, weil der Staat die Menschen weggesperrt hat, weil er sie isoliert hat. Was haben wir für Dramen erlebt in Deutschland, wo die Angehörigen nicht mehr zu den alten Menschen in den Altersheimen gelassen wurden, wo in Baden-Württemberg in einem Altersheim die Bewohner geklagt haben, durch die Instanzen durch und überall abgewiesen wurden von den Gerichten, weil diese alten Menschen einfach nur miteinander ihr Essen wieder einnehmen wollten und nicht die ganze Zeit isoliert alleine auf ihrem Zimmer sitzen wollten. Was tun wir in diesem Land staatlicherseits den Menschen an, gerade den alten Menschen, für die es eigentlich nichts mehr gibt im Leben zu leben, außer der Familie und außer den Freunden? Das ist ihr ganzer Lebensinhalt von ganz vielen alten Menschen. Und man hat diese Menschen monatelang weggesperrt. Und was tun wir den jungen Menschen an? Den Menschen, die gerade mitten in ihrer Entwicklung sind, die sich mit ihren Freunden treffen wollen, mit ihren Bekannten, die einfach als junge Menschen das Leben der jungen Menschen genauso genießen wollen wie die Generationen vor ihnen, die massiv gegängelt werden, weil man ihnen sagt, wenn du deine Großeltern triffst, dann bringst du deine Großeltern um. Das haben Politiker in diesem Land gesagt. Das haben Politiker in diesem Land wirklich gesagt und ich bin entsetzt als Vater, dass irgendjemand meinen Kindern erzählt, sie würden ihre Großeltern umbringen. Das ist brutal, das ist menschenverachtend, was in diesem Land passiert und das ist absolut gegen jegliche Freiheit und gegen jegliche Eigenverantwortung, entgegen dem mündigen Bürger.
was man hier gemacht hat. Ja, Angst mache, Panik mache. Das können sie gut. Sie können auch den kleinen Kindern, ich habe neulich eine Sendung gesehen, Angst mache, Panik mache. Ich habe neulich eine Sendung gesehen, da war ein 5-jähriges Kind, das hat geheult, weil es Angst hat, dass wegen dem CO2-Ausstoß die Welt kaputt ist, wenn es erwachsen ist. Was macht man mit den Menschen in diesem Land? Was macht man mit den Kindern, die man so massiv verängstigt, die man verstört? Für Kinder ist elementar Urvertrauen. Das ist das Wichtigste überhaupt, um gesunde Beziehungen aufbauen zu können, um gesunde Beziehungen leben zu können, um ein gesundes Sozialleben auch zu haben. Und dieses Urvertrauen zerstört man massiv, indem man ihnen sagt, die Menschen, die anderen Menschen, die machen dir die Welt um dich herum kaputt. Und jetzt möchte ich an der Stelle mal wirklich was sagen, weil ich bin auch diesen ganzen ideologischen Mist, ich bin in sowas von leid, was man den Menschen hier erzählt, wo die Grünen ankommen, die SPD, die Linken und inzwischen auch Union und FDP und so weiter, die uns erzählen wollen, ja, lasst uns noch mehr Vorschriften machen, lasst uns doch die Benzinpreise auf bis zu 5 € erhöhen, lasst uns die Diesel-PKWs verbieten. Die SPD, die jetzt in den Umfragen momentan führend ist, die haben vor 2 Jahren in Bayern beschlossen, dass sie bis 2030 aus jeglichen fossilen Brennstoffen aussteigen wollen in Deutschland. Das heißt, keine Ölheizung mehr, kein Kochen mehr mit Gas, keinerlei Flugzeuge, keinerlei Schiffe, weil die Flugzeuge fliegen mit Kerosin, die Schiffe fahren mit Schweröl, keinerlei PKW und was weiß ich was, keine LKWs mehr, die entsprechend die Waren transportieren, weil man aus diesen ganzen Energieformen raus will. Und dann will man bis 2030 wahrscheinlich lauter Elektroautos, Elektro-LKWs und sonst was haben, mit dem Effekt, dass man eigentlich in jeden Quadratmeter Wald Windanlagen stellen müsste und auf jedes Feld, statt irgendwelchen Lebensmittel anzubauen, lauter Solaranlagen bauen müsste. Und das will man uns dann als Umweltschutz und als vernünftige Zukunft für dieses Land verkaufen. Und auf der anderen Seite machen wir damit die ganze Wirtschaft am Standort Deutschland kaputt. Ich sage Ihnen jetzt mal, wer die wirklichen Klimaschutzpartei in diesem Land ist. Das ist nämlich die AfD. Weil wir der Auffassung sind, dass es absoluter Schwachsinn ist, die deutsche Produktion, die deutsche Wirtschaft total zu gängeln, dass alle Produktion und die ganzen Unternehmen und die ganzen Mittelständler und alles produzierende Gewerbe rausgeht, dass die Waren dann aus Brasilien, aus Indien und aus China kommen, anstatt dass sie in Deutschland hergestellt werden. Das ist nämlich die wahre Umweltsauerei. Und dann haben wir jetzt dieses Jahr ein wunderschönes Lieferkettengesetz beschlossen, mit dem man die Produzenten in Deutschland total gängelt, dass sie bis in die letzte Produktionsstätte nachweisen müssen, dass nach moralischen deutschen Standards dort produziert worden ist. Und auf der anderen Seite lässt man aber die ganzen Waren, die in China produziert worden sind, die lässt man einfach so alle nach Deutschland kommen. Die lässt man um die halbe Welt schiffen, mit Schiffen, die weit mehr Schadstoffausstoß haben, wie alle Diesel-PKWs der Welt zusammen, mit einer Politik, die sagt, naja, Umwelt ist eher nachrangig, Hauptsache wir sind am Weltmarkt konkurrenzfähig. Und das lässt man dann in Deutschland problemlos auf den Markt und die deutschen Unternehmer werden gegängelt. Absolut falscher Ansatz. Wenn ich in diesem Land wirklich eine vernünftige Umweltpolitik haben möchte, wenn ich sagen möchte, ich möchte das Ganze unter Kontrolle haben, dann muss ich doch Anreize setzen, dass die Menschen Produkte aus der Heimat, aus ihrer Region kaufen, dass die entsprechenden Waren hier in Deutschland auch hergestellt und produziert werden. Denn nur dann habe ich auch als Deutscher einen Überblick darüber, unter welchen Bedingungen wird das Ganze hergestellt und mit welchem Umweltschutz und mit welchem Arbeitsschutz wird hier produziert. Und das sind Sachen, über die will man nicht diskutieren. Das versucht man alles politisch wegzuschieben und stattdessen wollen da natürlich diverse Lobbyisten Millionen und Milliarden dran verdienen. Und ich sage, nicht mit uns. Wir müssen die Zukunft in diesem Land freiheitlich gestalten. Wir dürfen die Zukunft in diesem Land
nicht den Politikern überlassen, die sagen, wir wollen alles bis ins Letzte regulieren, alles bis ins Letzte bestimmen, sondern wir wollen in einem freiheitlichen Land regeln und wir brauchen ein Land, in dem die Grundrechte auch für alle gelten, egal ob sie sich staatskonform 1:1 verhalten oder ob sie es nicht tun, denn die Grundrechte sind Abwehrrechte des Staates und wenn man diese Grundrechte, wie jetzt bei der Impfung, an ein wohlfeiles Verhalten im Sinne der Regierenden knüpft, dann sind es keine Grundrechte mehr, sondern dann sind es Willkürrechte. Und Willkürrechte gibt es in einer Diktatur, aber nicht in einem freiheitlichen Land. Und ich sage Ihnen noch was, wo wir als AfD die einzige Partei sind, die diese Position vertritt. Wir sind die einzige Partei, bei der Sie der Partei Ihre Stimme geben und die Ihnen dann gerne Ihre Stimme zurückgeben möchte. Die nicht sagt, danke für Ihre Stimme, in 4 Jahren hören wir uns dann wieder, sondern die sagt, wir brauchen in diesem Land direkte Demokratie, ähnlich wie in der Schweiz. Wir brauchen Volksentscheide auch auf Bundesebene, weil wir wissen, dass ganz viele politische Fehlentscheidungen, die die Regierenden aus ihrer Ideologie getroffen haben, dass die nicht möglich gewesen wären, wenn die Menschen in diesem Land wirklich darüber abstimmen können. Die Macht gehört in einer Demokratie in die Hände des Volkes. Weil das Volk muss auch in den 4 Jahren zwischen den Wahlen die Möglichkeit haben, zu sagen, ihr macht nicht willkürlich, was ihr wollt, sondern wir sind die, die letztendlich darüber bestimmen, wie wir leben und agieren wollen. Und wenn ich mir dieses ganze Corona-Thema, um dann auch nochmal zurückzukommen, wenn ich mir das alles so ansehe, wo man Länder hat wie Schweden, die besser durch den Lockdown letzten Winter gekommen sind, wo man Staaten hat wie Florida, die deutlich besser durch den Winter gekommen sind, den letzten, wie beispielsweise Staaten wie Kalifornien. Während es in Florida keinerlei Lockdown gab, hatte Kalifornien einen extrem harten. Und während es in Schweden keinen Lockdown gab, hatte Deutschland einen heftigen Lockdown mit mehr Toten am Ende. Und das sind alles Dinge, über die will die Politik nicht reden. Sie wollen nicht über die ganzen psychischen Erkrankungen reden. Sie wollen auch nicht darüber reden, dass uns die Experten sagen, dass wir zwischen 10.000 und 40.000 mehr Krebstote haben werden wegen dem Lockdown, weil die Leute nicht zu Vorsorgeuntersuchungen gegangen sind oder teilweise auch nicht gehen konnten. Und jeder, der sich mal mit dem Thema Krebs beschäftigt hat, weiß, das ist ein brutaler, das ist ein langwieriger und schmerzhafter Tod, den man keinem Menschen wünscht. Und das sind Todesfälle, die da verursacht worden sind. Und jetzt reden Sie davon, dass man doch bitte die ganzen Kinder alle impfen soll. Und ich rede jetzt einfach mal kurz über Fakten. Es sind in der Altersgruppe von 10 bis 19 Jahren offizielle Corona-Tote, 11 Menschen in Deutschland in 1,5 Jahren in dieser Altersgruppe. Und das Paul-Ehrlich-Institut sagt uns, dass durch diese Corona-Impfstoffe, durch Nebenwirkungen im Nachgang, dass es 1254 Menschen gab, die im Nachgang, zu dem, dass sie an Nachwirkungen gelitten haben, verstorben sind in Deutschland. 1254 Menschen in 7 Monaten, das kann immer keiner einordnen, konnte ich lange auch nicht, aber das sind 3-mal so viele, wie in den 20 Jahren vorher an allen anderen Impfstoffen an Nebenwirkungen gestorben sind. Aus den USA gibt es das gleiche an Zahlen. In den USA sind es über 7.000, die jetzt mit den Corona-Impfstoffen als tot aufgeführt werden von der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Und dort gab es von 1990 bis 2020 dokumentiert etwas über 4.000 Tote durch Impfungen. Das heißt, wir haben hier Impfstoffe, die, wenn sie gegen irgendwas anderes gewesen wären, schon längst vom Markt verschwunden wären, weil man gesagt hat, die Nebenwirkungen, die die verursachen, sind viel zu hoch. Und da sagt man jetzt bei einer Gruppe, bei einer Altersgruppe, die von einer Corona-Erkrankung praktisch nicht betroffen und gefährdet ist, nämlich den Jugendlichen, ihr sollt euch doch bitte alle mal mit diesem Impfstoff, der mangelhaft getestet ist, wo wir Unmengen an Nebenwirkungen haben, wo wir 130.000 Fälle Nebenwirkungen bis
Ende Juli alleine gehabt haben, davon 14.000 schwer und wie gesagt 1.254 Menschen, die verstorben sind. Damit sollt ihr euch doch bitte jetzt mal alle impfen lassen. Warum macht man das? Warum macht die Politik das, obwohl sie diese Zahlen, Daten und Fakten kennt? Weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass sie in irgendeiner Weise irgendwo mal einen Fehler gemacht haben. Das ist ja auch der Grund, warum wir immer noch die sperrangelweit offenen Grenzen haben. Weil, wenn man diese Grenzen jetzt plötzlich schützen würde und wirklich einen Grenzschutz mal einführen würde, dann müssten sie ja zugeben, dass sie mal einen Fehler gemacht haben. Und über diesen Schatten springen sie nicht. Sie springen so lange nicht über diesen Schatten, wie die Wähler nicht sagen, wenn ihr nicht über diesen Schatten springt, dass ihr auch mal Fehler eingesteht, dann werdet ihr euren Job als Abgeordnete und als Regierung los. Und das ist die Aufgabe, die wir haben, dass wir immer wieder über Zahlen, Daten, Fakten aufklären, dass wir aufklären, dass es anders auch sein könnte. Und wer mir kommt und sagt, ja, die AfD, die ist ja so rechts, dem sage ich, Entschuldigung, aber das kannst nur du als Deutscher sagen. Geh mal in irgendein anderes Land der Welt. Da sind die Positionen, die die AfD vertritt, die Positionen der großen Mehrheit in der Bevölkerung. Geh doch mal zu einem Japaner und sag dem Japaner, jeder aus Indonesien und Malaysia, den lasst er jetzt nach Japan rein, dann finanziert er den mit japanischem Steuergeld und er darf aber in Japan genauso leben, wie er es in Indonesien und Malaysia von seiner Kultur her gewohnt ist. Da wird jeder Japaner sagen, du hast doch einen vollen Vogel. Das wollen wir definitiv nicht haben. Eine Politik, die so handeln würde, würde in Japan, würde in Russland, würde in nahezu jedem Land der Welt für verrückt erklärt werden. Und in Deutschland ist das Standard. Und derjenige, der sich ähnlich wie die meisten Japaner, Russen und so weiter gegen diese Politik wehrt, der ist plötzlich Nazi und Querdenker und was weiß ich was alles. Das macht man nur deswegen, weil man keine vernünftigen Argumente gegen uns hat. Und ich möchte, und damit werde ich dann auch zum Schluss kommen, ich möchte, dass wir in einem Land leben, in dem die Menschen wieder frei denken können und sagen können, was sie denken, wo sie nicht eingeengt werden in einen Korridor des Erlaubten und des Vorgeschriebenen. Wo nicht der Student an der Universität eine schlechtere Note bekommt, weil er nicht richtig gendert. Wo nicht vorgeschrieben wird, dass Kinderbücher jetzt umgeschrieben werden, die seit Jahrhunderten gültig gewesen sind, bloß weil irgendein Begriff irgendeinem linken Politiker nicht passt. Wo die Menschen frei diskutieren können darüber. Wo man auch entsprechend über diese Probleme in diesem Land offen reden kann. Und wir sehen, dass das in vielen Bereichen immer enger wird, dieser Meinungskorridor. Dass wir eine massive Zensur in diesem Land bekommen, in den sozialen Medien, jetzt durch die Amadeo-Antonio-Stiftung und wie sie nicht alle heißen, die massiv zensieren, über Facebook, dass jeden in diesem Land bevormundet, der auch nur das Wort Impfung in seinen Beitrag schreibt, wo man dann darunter eine Empfehlung bekommt, sich doch bitte irgendwie die Informationen von gewissen Stellen anzuschauen und die Informationen und die politische Meinung, die Facebook genehm scheint, zu vertreten. Dafür wollen wir diese Kommunikationskanäle nicht. Wir wollen uns in einem freien Land frei austauschen über alles, was in diesem Land passiert. Und wir wollen einen freien Meinungsdiskurs, denn nur so funktioniert überhaupt eine Demokratie und so funktioniert nur eine freiheitliche Gesellschaft, in dem jeder offen und ehrlich mit dem anderen darüber diskutieren kann. Und da gilt es tatsächlich, Toleranz zu zeigen und tolerant zu sein. Diejenigen, die immer wieder das Wort Toleranz wie eine Monstranz vor sich hertragen, sind die intolerantesten, die wir im Land haben. Denn die tolerieren keine abweichende Meinung. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie uns unterstützen bei der Bundestagswahl, aber nicht nur bei der Bundestagswahl, sondern auch darüber hinaus. Sprechen Sie mit Ihren Freunden, sprechen Sie mit Ihren Bekannten. Sprechen Sie darüber, dass Sie in einem freiheitlichen Land leben wollen, dass Sie selber mitbestimmen wollen, dass Sie in einem demokratischen Land leben wollen, in dem Sie Ihre
Stimme nicht nur zur Bundestagswahl abgeben, sondern auch darüber hinaus gerne weiter in der Politik mitentscheiden dürfen, über Volksentscheide und anderes, dass wir mehr Demokratie wagen müssen, dass wir mehr Freiheit wagen müssen, dass wir mehr Eigenverantwortung wagen müssen. Denn das ist ein Deutschland, das eine Zukunft hat und dass man gegen ein ängstliches Land, gegen eine Politik der Angst, gegen eine Politik der Armut aktiv vorgehen muss. Dafür stehen wir jetzt zur Bundestagswahl, aber darüber hinaus werden wir diese Politik auch in den weiteren Jahren konsequent vertreten, denn die Freiheit braucht eine Stimme und in Deutschland heißt die Stimme der Freiheit AfD. Vielen Dank.